Hallo liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung. Und in der heutigen Sendung haben wir auch zwei Themen für Sie parat. Zum einen möchten wir Ihnen eine Modellbahnanlage hier aus Berlin vorstellen, eines Mannes, der von sich sagt, er muss mindestens 125 Jahre alt werden, um diese Anlage fertig zu bauen. Und im zweiten Thema machen wir schon mal einen kleinen Sprung zur Nürnberger Spielwarenmesse. Wir haben uns da unter anderem auch mit Sebastian Fischer getroffen und das hatte einen besonderen Grund. Jetzt erstmal zu unserem ersten Thema und unser Film heißt Immer an der Wand lang. Immer an der Wand lang. So beginnt der Kehrreim eines alten Gassenhauers. Der Refrain beschreibt, wie der betrunkene Zecher seinen Heimweg findet. Die Modellbahnzüge von Reinhard fahren auch an der Wand lang, durch alle Zimmer seines Einfamilienhauses und finden ihren Heimweg dank Schienen immer. Start- und Zielpunkt der Züge ist die ehemalige Garage. Die beherbergt den Schattenbahnhof sozusagen. Und hier treffen wir auch Reinhard, der uns seine außergewöhnliche Modellbahn vorstellen wird. Zunächst die große Frage, wann hat es denn bei dir angefangen mit dem Virus Modellbahn? Also ich hatte mit dem zarten Alter von 3-4 Jahren meine erste Modellbahn und dann Weihnachtsbaum. Bei mir war es genauso. Ich bin Jahrgang 1950. 1953 zu Weihnachten habe ich die erste Aufzieheisenbahn bekommen, Spur 0 mit Uhrwerkantrieb. 1954 zu Weihnachten hat die zweite Oma mir aus Versehen noch eine Anfangspackung geschenkt. Dann hatte ich zwei Ovale. Und ich kann mich genau daran erinnern, also wie ich nicht abwarten konnte, dass das Abendessen vorbeigeht, was ich sonst immer so genossen habe. Tisch frei machen, zwei Ovale aufbauen und beide Züge gleichzeitig gegenläufig fahren zu lassen. Das war meine erste große Intelligenzleistung. Ne? Damals war ich ganz stolz drauf mit 4 Jahren. Ja. Und dann kurze Zeit später, 1-2 Jahre später, habe ich dann die erste elektrische Bahn bekommen. Ja, erst von Fleischmann und dann hat mein Vater, der war bei der Feuerwehr, von seinen Kollegen erfahren, dass Märklin das Beste sein soll. Und dann gab es dann Märklin-Blechgleise, dann ab 1956 hatte ich dann Märklin-Bahn und die habe ich so ungefähr 11 Jahre betrieben. Ne? Und damals war das für mich schön genug. Mich hat das nicht gestört, dass die Gleise nicht so besonders echt aussehen. Also das war für mich als Kind gut genug. Heute würde mir das nicht mehr reichen. Ne? Ja. Irgendwann nach der Jugend und Sturm- und Drangzeit ist ja sicherlich wieder bei dir der Wunsch zu einer Modellbahn gewachsen. Wie ging es dann weiter? Ja, also mit meiner Frau zusammen dann, wir hatten uns eine Dachgeschosswohnung gekauft in Neukölln, 185 Quadratmeter, habe ich ein Jahr renoviert. Und als alles fertig war, saßen wir so auf dem Sofa und ich dachte, das ist ja schön, hier 9 Meter lang das Wohnzimmer. Da könnte doch eigentlich auch ein Schienenbus irgendwie so durchs Regal fahren. Meine Frau fand das ganz witzig, die hatte sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt und war aber grundsätzlich nicht dagegen. Dann fiel mir ein, das ist ja meine Wohnung, ich kann ja auch ein Loch in die Wand bohren, das ist ja meine Wand. Ne? Und daraus ist dann eine 42 Meter lange Strecke durch 7 Räume geworden. Ne? Und wir haben aber nicht geschafft, also das vollständig zu Ende zu bauen und zu detaillieren, weil dann nach ein paar Jahren also der Gedanke war, Wohnung zu verkaufen, uns lieber in einem Vorort von Berlin ein Haus zu kaufen, so Senioren-Alterswohnsitz mit Garten und frischer Luft und so, haben wir auch gemacht. Ne? Und da war eine Voraussetzung für den Kauf des Hauses, dass wir auch Platz für Modellbahn haben. Und bevor wir das Haus hier gekauft haben, haben wir gleich mit dem Nachbarn verhandelt, ob wir die ehemalige Doppelgarage noch verlängern dürfen auf 60 Quadratmeter, ne? Weil ich sowas brauche ja für die Modellbahn, das ist ja das Mindeste. Ne? Und nach einem Jahr Renovierung des Hauses habe ich dann damit angefangen. Und auch wieder Ringstrecke durch alle Räume. Ja, einmal ringsrum durch 7 Räume, durch die Wand durch in die ehemalige Garage. Und da auf 60 Quadratmetern baue ich dann das, was normalerweise eine Vereinsanlage ist. Und ich habe mir schon ausgerechnet, wenn ich das in der Qualität hinbekommen möchte, wie ich gerne hätte, müsste ich mindestens 125 Jahre alt werden. Ja? Also das ist wohl kaum noch zu schaffen. Ja. Aber immerhin, also einige kleine Stellen sind ja schon einigermaßen so, dass ich da, ohne zu erröten, das vielleicht zeigen kann. Ja. Aber naja, ich baue noch. Ne? Man kann sich an den vielen Details auf dieser noch nicht ganz fertigen Modellbahn nicht genug satt sehen. Es sieht wie eine realistische Momentaufnahme aus, egal wo man hinschaut. Und schon philosophiert Reinhard weiter, wie er sich Modellbahn vorstellt. Über seine Beziehung zur Bahn und.
Und an der Eisenbahn interessiert mich eben, also neben der eigentlichen Technik, so dieser philosophische Bereich, diese von Fernweh bis Melancholie, Maloche und so erst diese seltsame Mischung. Ja. Und ich versuche das auf der Modellbahn, soweit ich eben kann, das so nachzuahmen. Ich muss das heutzutage ein bisschen genauer machen als damals im Alter von 6 Jahren, weil ich inzwischen besser weiß, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ja, also glänzende Plastikhäuser reichen nicht mehr. Ne? Es muss ja so gut aussehen, dass die Illusion aufkommt, dass ich mich darin verlieren kann, in dieser Traumwelt. Und da ich eben sehr genau weiß, wie es in Wirklichkeit aussieht, auch als Fotograf habe ich immer sehr genau hingeguckt, ne? Muss es jetzt auch sehr genau aussehen, sonst funktioniert es nicht. Ne? Ich möchte da eintauchen in diese Traumwelt für ein paar Stunden. Ja? Und das Auftauchen ist so besonders schön, wenn man aus dieser Traumwelt wieder auftaucht und wieder in die Realität zurück muss. Dann kann man für einen kurzen Moment die Realität von außen sehen und sieht sie viel genauer, als wenn man drinsteckt. Und das ist ein interessanter Effekt. Es ist so wie wenn man einen ganz starken Film sieht, in dem man sich so verlieren kann. So ähnlich ist das hier auch. Das kann ich hier sozusagen auf Knopfdruck machen bei mir zu Hause. Und weil ich eben in Berlin-Neukölln groß geworden bin, im nördlichen Teil von Berlin-Neukölln und eben nicht irgendwo auf dem Lande, habe ich keine lieblichen Landschaften hier gestaltet mit Wassermühlen und Förster im Wald, der auf den Hirsch wartet oder so ähnlich. Das kann man alles machen. Aber das ist nicht meine Kindheit. Ne? Ich bin in Berlin groß geworden. Vierstöckige Mietskasernen, Gaswerk, Fabriken, Kanal, auch ein bisschen morbide teilweise. Und das versuche ich hier nachzubauen. Also solche Häuser zum Beispiel kann man gar nicht kaufen, sowas gibt es gar nicht, das muss man irgendwie selber bauen. Ne? Die sind zum Teil aus Pappe, aus Gips, Mischung aus verschiedenen Materialien, Teile aus Bausätzen, Teile selbst gebaut. Und auch in der maßstäblich richtigen Größe. Die meisten Modellhäuser sind ja viel zu klein vom Volumen. Ne? Und es darf nicht so super neu und glänzend und frisch aussehen. Ne? Also in Wirklichkeit ist das ja auch selten. Und das versuche ich ja eben nachzumachen. Ne? Also da ist eben auch hier mal der Asphalt aufgebrochen oder weiß ich, oder das Haus ist da ein bisschen schmuddelig vielleicht. Ne? Und das möchte ich so nachmachen. Ne? Und das ist ihm sehr realistisch gelungen. Wie bereits erwähnt, ist das große Vorbild der Anlage an Berlin der 60er bis 80er Jahre angelehnt. Viele nachgebildete kleine Details erzählen ihre eigene Geschichte. Ob Straßenszenen, typische Hinterhöfe, kleine Handwerksbetriebe, alte Fabriken oder die alte Laderampe mit kleiner Spedition. Man kann sich nicht genug satt sehen. Es ist die perfekte Illusion, die Reinhard da geschaffen hat. Schicken wir jetzt einen Zug auf die Reise durch die Räume des Hauses. Vom Schattenbahnhof aus, in der Garage, macht sich ein Personenzug, gebildet aus Eilzugwagen und einer E44, auf die Reise. Der Zug erreicht nach kurzer Fahrt die Küche. Das ist auch Reinhards Lieblingsplatz. Von jetzt an geht es immer an der Wand lang. Hier kreuzen sich jetzt die Züge aus der Gegenrichtung. Es ist die legendäre Baureihe 601, die auf unseren Eilzug warten muss. Weiter geht es dann durch einen Mauerdurchbruch ins Bad, vorbei an Waschmaschine und Sanitärkeramik, um das Treppenhaus zu erreichen. Die Hintergrundkulisse übrigens begleitet den Zug durch alle Räume. Eine geniale, realistische Gestaltung. Nach dem Treppenhaus verschwindet der Zug unseren Blicken, um kurz darauf im kleinen Vorraum, dem Entree des Hauses, wieder aufzutauchen. Bevor der Zug hier weiterfahren kann, muss Reinhard Hand anlegen und die Gleise an der Eingangstür herunterklappen, damit der Zug anschließend das Gästezimmer durcheilen kann. Nach Passieren des Gästebettes verschwindet der Zug wieder in der Wand, um anschließend aus dem Bücherregal im Wohnzimmer wieder aufzutauchen. Nach Durchquerung des großen Wohnzimmers erreicht unser Zug wieder den Schattenbahnhof in der Garage. Was für eine Reise eines Modellbahnzuges!
Eine wichtige Rolle im Leben und der Modellbahn spielt auch Reinhards Frau. Sie hat sich auch von dem Modellbahnvirus, dank Reinhard, infizieren lassen. Mein Mann war in der Lage, mir das so nahe zu bringen, dass es also wirklich eine echte Lebensbereicherung auch geworden ist für mich, in dem nicht nur in diesem kleinen Abbild des Modells wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, sondern auch natürlich in der Wirklichkeit dadurch einen ganz anderen Horizont bekommen haben oder ich ihn bekommen habe und auch seitdem sehr viel mehr auf Bahnereignisse, auf Bahnen, auf Schienen, auf Gleise, auf Signale achte. Und ich empfinde das als eine totale Bereicherung in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Ja, und nachdem das in der Wohnung eigentlich wirklich eine sehr schöne Sache war, sehr konstruktiv, es herrschte überall, nicht überall, aber an vielen Stellen, aber zu jeder Zeit eigentlich irgendwo eine Baustelle, die... Ja, da darf man dann so hausfraulich nicht so ganz genau hingucken, aber das ist jetzt auch nicht so sehr ein Problem für mich gewesen oder ist es auch immer noch nicht. Aber diese Baustellen überall empfinde ich auch als total konstruktiv, weil da entsteht etwas Neues, etwas, was mehr ist, als vorher da war. Also insofern, sagen wir mal, die Tatsache, dass mein Mann es geschafft hat, mir das so sehr schön auch nahe zu bringen und die tatsächliche Umsetzung dessen, hat sich schon so verselbstständigt, dass ich ohne diese Modellbahn auch gar nicht mehr sein möchte. Die Modellbahn ist ja digitalisiert. Wer hat das von euch bewerkstelligt? Mein Part daran ist zum Teil der PC, wenn man so will, aber auch eigentlich mehr Hard- und Software im Anfang gewesen, weil um diese Modellbahn zu betreiben, braucht man alles digitalisiert und es muss dann halt auch mit einer Software gesteuert werden. Da habe ich mich anfangs sehr eingebracht, das ist aber nun auch schon einige Jahre her. Also das Thema läuft jetzt eigentlich, da muss man ab und zu mal Fehler beheben, was ja manchmal Nerven kosten kann. Oder wenn es dann so ist, dann kostet es Nerven. Aber zum Glück läuft alles relativ stabil von dieser Seite aus gesehen. Die Einrichtung dieser Software auf dem Rechner habe ich gemacht, das ist aber jetzt auch nicht sehr kompliziert. Und um die Bahn jetzt zum Laufen zu bringen, muss man sie natürlich individuell anpassen, also ein Gleisbild konfigurieren. Das haben wir gemeinsam anfangs gelernt, wie man sowas macht, aber die Einrichtung des jetzigen Gleisbilds hat eigentlich Reinhard ganz alleine gemacht. Es ist ja auch viel Landschaftsbau notwendig an dieser Anlage. Machst du da mit? Also die einzige kleine Gestaltung, die ich bisher vorgenommen habe in dieser großen Modellbahn, sagen wir mal ungefähr 0,1% vom Ganzen, ist ein kleiner Garten. Und auf den bin ich stolz wie ein Schneekönig. Und vielleicht würde ich tatsächlich erstmal mit sowas Einfachem anfangen. Jetzt nicht unbedingt ein Garten, aber mehr Landschaftsgestaltung vielleicht tatsächlich, ja. Mancher Modellbahner am Bildschirm wird jetzt sicherlich ein bisschen neidisch auf euch sein. Kann er das? Ja, unbedingt. Also ja, doch muss ich schon sagen, denn wenn ich es jetzt nur auf die Modellbahn beziehe in unserem oder meinem Leben, ist das wirklich ein Universum, diese Modellbahn, grundsätzlich wahrscheinlich für viele oder für alle, die sich dafür interessieren. Und für mich hat es einen solchen Stellenwert bekommen, dass ich es mir ohne diese Modellbahn gar nicht mehr vorstellen kann, weil es gibt einfach so viel zu gucken. Insbesondere, weil die Gestaltung, die mein Mann ja überwiegend auch alleine macht, so gelungen ist, dass man so gerne hinguckt und sich das anguckt. Und ich habe das im Grunde ja überall, egal in welches Zimmer ich gehe oder ob ich ihn in der Modellbahnstube besuche. Es gibt überall extrem viel zu gucken und ich finde das so einerseits schön, romantisch, andererseits eben aber auch von dieser technischen Seite so konstruktiv, dass ich würde sagen, wenn man also da eine Freude dran hat an sowas, sind wir schon zu beneiden. Man sagt ja immer, Modellbahn wird nie fertig. Stimmst du dem bedingungslos zu? Ich würde da sehr zustimmen. Diese Modellbahn insbesondere wird wahrscheinlich nicht fertig werden, weil es wirklich eine sehr große Anlage ist, die in erster Linie Reinhard ja ganz alleine macht. Und Menge der Dinge, die er getan hat oder die noch in der Zukunft zu tun ist oder die Detaillierung, auf die er sehr viel Wert legt,
dauert doch schon sehr lange, sodass vermutlich es keinen Zeitpunkt gibt, wo man sagen kann, sie ist fertig. Aber es wird Stück für Stück das gemacht, woran wir Freude haben. Und dann ist auch im Grunde das erfüllt, was die Modellbahn erfüllen kann, nämlich dass man sich daran erfreut und Freude, also ein Lebensantrieb vielleicht auch daraus hat. Ja. Fertig werden wird sie nicht. Mit diesen Schlussgedanken verlassen wir wieder die beiden mit ihrer Modellbahn immer an der Wand lang. Es waren interessante Einblicke, wie Reinhard und Petra gemeinsam an ihrer Modellbahn, ach was sag ich, Modellbahn-Traum, Freude und Erfüllung haben. Was kann es Schöneres geben? Nur in einem möchten wir Reinhard widersprechen. Wir wollen nicht warten, bis er seinen 125. Geburtstag feiert. Wir wollen eher wiederkommen. Die Anlage ist einfach viel zu schön. Und in 2-3 Jahren ist sicherlich auch wieder viel geschaffen worden. Und das werden wir uns dann wieder ansehen. Versprochen. Na, liebe Modellbahnfreunde, war das was? Immer an der Wand lang und nicht nur das, sondern gleich noch eine Doppelgarage mit einer Modellbahn bebaut. Was wir natürlich ganz toll gefunden haben, dass Reinhard seine Frau über das Hobby ebenfalls begeistern konnte und sie jetzt fleißig mit dabei ist. Und jetzt der Aufruf an Sie, liebe Modellbahner, sprechen Sie doch mal mit Ihrer Frau. Vielleicht ist die ein oder andere Frau ja gar nicht so abgeneigt, an einer Modellbahn mitzubauen. Und wenn Sie das geschafft haben, sagen Sie es uns einfach, da kommen wir Sie auch mal besuchen. So, jetzt zu unserem zweiten Thema. Sebastian Fischer, Geschäftsführer von Gützold. Sie wissen ja, die Marke Gützold war in den letzten Jahren ein bisschen so in Schieflage geraten, mal Insolvenz, mal ging es wieder, mal ging es wieder nicht. Aber das junge Team um Sebastian Fischer hat die Marke Gützold jetzt fest im Griff. Und nicht nur das, Sebastian hat auch auf der Nürnberger Spielwarenmesse mit seinem Modell der Baureihe 03-1010 einen großen Paukenschlag gelandet. Neben mir steht Sebastian Fischer. Das hat jetzt mit dem Namen Gützold nichts zu tun, aber Sebastian wird uns gleich erklären, was es damit so auf sich hat. Richtig. Hallo erstmal, ja. Sebastian Fischer, danke für die Vorstellung. Ja, wir kommen ja eigentlich von Fischer Modell, Fischer Modell GmbH. Wir haben angefangen im TT-Bereich, noch erst im Hintergrund von unserem Onkel Beckmann TT. Vielleicht ist das dem einen oder anderen TT-Bahner auf jeden Fall ein Begriff. Müssen wir auch sagen, der sitzt in Berlin, in der Scharnweber Straße im Hinterhof, in einer wunderschönen kleinen Manufaktur. Ganz genau. Ja. Und wir haben 2011 tatsächlich in Garagen angefangen, in unmittelbarer Nachbarschaft von unserem Onkel und von ihm sozusagen das Handwerk Modellbahnbau wirklich von der Pike auf gelernt. Und so dann uns immer weiterentwickelt. Und die Weiterentwicklung war, dass das Thema Gützold irgendwann auf dem Trapez stand. Und Gützold war ja so ein kleines Problemkind. Und das wissen viele Modellbahner in den letzten Jahren. Es ging mal rauf, mal runter. Der eine oder andere neue Geschäftsführer war da. Es hat nie so richtig gefunktioniert. Aber jetzt kann ich Ihnen versprechen, liebe Zuschauer, jetzt funktioniert es nämlich richtig, weil Sebastian strahlt über alle 4 Backen, ich muss es so sagen. Und wir machen jetzt, haben wir einen Tusch da? Ja, der Tusch wurde hinten gerade eingespielt per Trommeln. Wir halten es mal in die Kamera. Liebe Modellbahnfreunde, Gützold hat es geschafft. Gützold hat es geschafft. Erzähl es, sag's selbst. Ja, wir sind selber also sehr stolz, noch ganz beglückt. Ja, für uns eine große Ehre, Modell des Jahres bei der Leserwahl 2019 vom Eisenbahnmagazin. Wir sind wirklich hin und weg. Ganz großes Symbol, ganz große Rückmeldung an uns, die uns mit großem Stolz erfüllt. Und große Anerkennung der Arbeit ist, die wir in den letzten 1,5 Jahren geleistet haben. Die jetzt wollen wir aber noch sagen, um welche Lok es geht. Ich hoffe, wir blenden die jetzt ein. Ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, es ist neben der 9412 92 auch eine Lieblingslok von mir, die 0310. Richtig, die 03-1010, jetzt leider nicht in der Variante, wie sie hier steht, aber die Museumslok hat den Preis gewonnen bei der Leserwahl, aber die Baureihe 0310 wurde von uns ja grundlegend überarbeitet und die 0010, wie sie hier steht, ist ja eigentlich genau die 1010, bloß mit Öltenner, von daher kann man das vielleicht gerade noch so durchgehen lassen. Die 1010 hatte ich, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, auch einfach nicht eingepackt, als ich hier nach Nürnberg gefahren bin und deswegen jetzt stellvertretend dafür die 0 und 10. Wir müssen aber auch dazu sagen, dazu gibt es ja schon fast eine Anekdote.
Du bist hier eingeladen, wusstest gar nicht so richtig warum. Man hat Händering gesagt, komm bitte nach Nürnberg. Du wusstest gar nicht, um was es geht. Mhm. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit die 0310 mal etwas vom Profil her zeigen. Ich würde sie einfach mal drehen. Ja. Diese wunderschöne Maschine sollte man sich ansehen. Ja. Genau. So ist es. So ist es. Ja, so passt es. Genau. So, jetzt kommen wir zu dieser Anekdote. Du bist also eingeladen worden, nach Nürnberg unbedingt herzukommen und wusstest gar nicht, warum. Richtig. Ich habe eine Einladung bekommen zu dem Empfangmodell des Jahres. Und ja, wie sich der eine oder andere vorstellen kann, so eine Firmenübernahme und wieder in die Spur bringen, erfordert doch ja, deutliche Kraftanstrengung und kräftigen Arbeitseinsatz eigentlich rund um die Uhr. Und so ja, sind die Stunden wertvoll. Jede Stunde ist wertvoll. Natürlich ist Netzwerken auch wichtig. Und für mich war das einfach, musste entscheiden, fahre ich hin, fahre ich nicht hin, und konnte mich nicht entscheiden. Und irgendwann habe ich noch einen Anruf bekommen, so, kommt doch bitte, es könnte sich lohnen. Es wurde nichts gesagt, nur ich dachte so, vielleicht, ja, es lohnt sich allein fürs Netzwerken und andere kennenlernen. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir einen Preis gewinnen würden. Und das war wirklich eine große Überraschung. Also es wundert mich persönlich auch nicht, muss ich sagen, dass ausgerechnet diese Maschine es wert war als Modell des Jahres. Es wurde in den vergangenen Jahren viele 03er gebaut, aber ich glaube, die hat es wirklich verdient. Ja, also es ist zwar ein überarbeitetes Modell, worüber man sich streiten kann, ist es wert, dass es nochmal ausgezeichnet wird. Aber wir haben das Modell so grundlegend überarbeitet, dass ich sagen kann, ja, das ist fair, dass wir damit nochmal sozusagen bei der Wahl antreten durften. Und wir haben wirklich alles gegeben, das Modell nicht nur auf den Stand der Technik, sondern eigentlich darüber hinaus gehoben. Also wir haben, Also, es ist nicht eine alte, neue Maschine, sondern es ist eine neue Maschine. Es ist nicht alter Wein in neuen Schläuchen, sondern neuer Wein in alten Schläuchen, sag ich mal. So, das Innenleben ist wirklich komplett anders und bei den Feinheiten hat sich wirklich ganz viel getan. So, bei den Neuheitenvorstellungen hast du uns jetzt natürlich noch einige andere Dampflokomotiven, wichtige, mitgebracht in verschiedenen Spurweiten. Über die wollen wir natürlich jetzt auch sprechen. Ja. Dann sehen wir ja vorne gleich eine 65. 6510, richtig. Das ist die neueste Neuheit sozusagen jetzt von Firma Gützold in Spur TT. Hier habe ich mitgebracht das erste Handmuster. Es ist noch nicht, man sieht es schon, es fehlen noch ein paar Teile. Oh, hier vorne der Schlauch ist auch noch schief. Ja, die kleinen Feinheiten. Ja, wo wir jetzt gerade sämtliche Energie reinstecken, und das Modell soll im nächsten Monat ausgeliefert werden. Und da hat sich wirklich ganz viel getan. Eine Überarbeitung, wie auch schon bei der 03, bedeutet bei uns eigentlich fast ein neues Modell. Wir geben wirklich alles, und auf ein paar Feinheiten möchte ich da mal eingehen. Ich stelle jetzt im Vergleich dazu mal direkt vorne neben die alte Variante. Hier fehlen jetzt zwar die Windleitbleche, aber man sieht schon, das Gesicht der Lok hat sich halt total verändert. Also ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von uns als Fischermodell und jetzt auch natürlich Gützold ist, sind unsere Loklaternen. Man sieht es schon hier bei der 65 10 08, in Epoche 4 mit dreifach Spitzenbeleuchtung mit den weißen Reflektoren. Die Lok hat jetzt einfach ein richtiges Gesicht. Und um das hinzubekommen, mussten wir wirklich ganz tief in die Trickkiste greifen. Was wir dafür an Arbeit investiert haben, auch an Entwicklungsarbeit, das ist wirklich, hat sich über einige Jahre hingezogen, wurde immer ein bisschen verfeinert. Nur mal so, das dritte Spitzenlicht ist freistehend. Wir haben in jede einzelne LED, an jeden einzelnen Lampenkörper eine Bicolor-LED integriert, die zwischen Gold-Weiß und Rot wechseln kann. Das muss man aber auch irgendwie verkabeln. Bei einer zweifarbigen LED sind das mindestens 3 Kabel. Und jeder und Konstrukteur weiß... Noch diese Größe. Genau, Spur TT, ist nicht H0, ist Spur TT. Ja. Ja. Das sozusagen verkleinern, das muss man erstmal unterbringen. Und man kann es auch gerne sich mal von der Seite angucken. Bitte. Man sieht von der Verkabelung einfach auch beim Spitzenlicht hier oben nichts. Wir meinen hier oben das. Genau. Kann man es mit der Kamera nochmal einfangen. In der Mitte über dritte den beiden Spitzenlicht. Freistehende Loklaterne, genau. Ohne Verkabelung und richtig. Dann eben mit diesen wunderbaren Beleuchtungen. Ja, genau. Das Gleiche, also Loklaternenmäßig hat sich viel getan. Ich drehe noch einmal kurz und wechsle dann ins Profil wieder. Hinten ganz genauso, alt und neu, auch von hinten. Die Lok hat jetzt wirklich ein ganz anderes Erscheinungsbild.
dritte Spitzenlicht wieder freistehend. Und ich hatte es gesagt, Bicolor-LEDs. Wir können jetzt zum ersten Mal bei einer TT-Dampflok auch die vorbildgerechte rote Zugschlussbeleuchtung darstellen. Sowohl bei Loks ab Epoche 5 beidseitig rote Zugschlussbeleuchtung und vor Epoche 5, also Epoche 3, 4, auch einseitig. Also können das dann vorbildgerecht schalten. Ja, in der Schalten, ich muss es so konfigurieren. Ja. So wird es ausgeliefert. Ja. Das ist dann ein Widerstand mehr oder weniger sozusagen bestückt, womit man das einmal festlegt. Aber technisch können wir es immer absolut vorbildgerecht darstellen. So, an dieser Stelle nochmal unseren herzlichsten Glückwunsch an die Macher und Leute von Gützold. Tolle Arbeit und wir freuen uns schon auf die weiteren neuen Modelle, die im Laufe des Jahres und auch die nächsten Jahre sicherlich auf den Markt kommen werden. Und den Gützold-Fans wird es freuen. Ja, und dann sind wir auch schon leider am Ende unserer Sendung angelangt, liebe Modellwarenfreunde. Halbe Stunde ist nicht viel, aber immerhin. Und ich verspreche Ihnen, es kommt jetzt auch wieder regelmäßig. Wir sind wieder alle an Bord und genesen und werden Sie also auch in den nächsten Wochen und Monaten und Jahre sicherlich hoffentlich auch noch mit vielen, vielen neuen Themen rund um die Modellbahn und die richtige Eisenbahn natürlich versorgen. Ja, und dann verbleibe ich nur noch mit lieben Grüßen an nah und fern. Schalten Sie uns wieder ein, demnächst auf diesen Kanal und gleicher Welle. Und ich verbleibe bis dahin, Ihr Frank Buttig.